Vor 2-3 Jahren ist es einem Kollegen von mir nicht mehr gut gegangen. Selbst die Sachen, die ihm am meisten Spass gemacht haben, haben ihm plötzlich nicht mehr Spass gemacht. Und ihm ist dann immer schlechter gegangen. Er hatte immer weniger Lust gehabt, um etwas zu machen. Wir waren mit den Kollegen dort, haben ihm immer wieder geholfen, haben ihm ein Gefühl gegeben von Sicherheit. Als ihm immer schlechter gegangen ist, haben wir gemerkt, dass er anfängt mit Suizidgedanken zu spielen. Und dort mussten wir reagieren und zeigen, dass wir für ihn da sind. Und mussten sein Umfeld informieren. Ich finde es wichtig, dass man, wenn man es bemerkt, etwas unternimmt, es direkt anspricht und auch mit dem Umfeld über das redet. Wenn es einem Freund schlecht geht, soll man ihm zeigen, dass man für ihn da ist und dass man ihn so gern hat, wie er ist. Wenn es immer schlimmer wird und man selbst nicht weiter weiss, dann sollte man Hilfe holen, um etwas zu ändern.